Die nächste Runde der Angriffsschlacht militärischer Macht steht an. Runde 3 ist bei mir fällig. Mal sehen, ob es klappt. Meine Rebellen sind leider nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mein Bestes geben, damit wir diese Mission gemeinsam schaffen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Eine Runde Let's Play steht an, denn es ist aktuell, und das müssen wir löschen. Zack. Es steht heute an eine wunderschöne Angriffsschlacht und auch natürlich Kämpfe. Ja, die letzte Phase, Phase Nummer 6 bei den Territorialschlachten, und das möchte ich heute beides in Angriff nehmen. Tja, nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie weit ich bin in Bezug auf mein nächstes... Ja, ich habe das Spiel gerade frisch gestartet und prompt war der Ton mal erledigt. Also, man kann sagen, was man will. Ich habe eine ganze Weile BlueStacks gespielt. Mit BlueStacks, den Emulator. Und spiele jetzt mit Nox. Bei BlueStacks ist das Problem, dass BlueStacks zu Abstürzen neigt. Bei Star Wars Galaxy of Heroes. Und ich habe in Forum-Teilen, also in verschiedenen Foren gelesen, dass das immer noch der Fall ist, dass BlueStacks regelmäßig abstürzt. Deswegen, ich bleibe bei meinem Nox. Ich bin sehr zufrieden. Einziges Problem ist, dass der Ton manchmal Schrott geht. Aber lieber geht mir der Ton flöten, anstatt, dass ich zum Beispiel, wenn ich Grand Arena spiele, das ganze spiele. Weil da entscheidet sich nämlich wirklich, wie es ausschaut mit der ganzen, wie es mit den Punkten ausschaut. Und da kann es einen Sieg oder eine Niederlage geben, nur allein deswegen, weil das Spiel abstürzt. So, das war jetzt außenrum. Also, heute jetzt ganz normal wieder wunderschön weiter mit meinem Let's Play. Ah, ich bin richtig begeistert. Es läuft wirklich sehr, sehr gut. Die Doppeldrops wurden perfekt ausgenutzt. Also da bin ich jetzt schon ziemlich, ziemlich vorangekommen. Man merkt es auch hier an meinen Kristallen. Ich habe sämtliche Kristalle. Ich war auf über 1000, die ich mir im Laufe der Zeit zusammengespart habe, war ich. Und jetzt hat fast nichts mehr. Fast keine Kristalle mehr. Und die muss ich erstmal wieder anfangen, ein paar Kristalle wieder zu sammeln. Das kriege ich schon hin, das ist nicht das Problem. Es dauert nur ein bisschen, aber nichtsdestotrotz wird das schon klappen, dass ich da wieder auf ein vernünftiges Maß komme. So, aber was hat sich denn jetzt endgültig getan? Ich wollte nur schnell ein bisschen vorarbeiten. Also bei den Schiffen muss ich sagen, da habe ich jetzt ehrlich ein bisschen... schleifen lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Schiffe habe ich jetzt momentan nach hinten geschoben, weil mir es jetzt erstmal wichtiger ist, dass ich mir C3PO hole. Nichtsdestotrotz habe ich mir den Rebellen Y-Wing. Inzwischen habe ich genug Kristalle, also Splitter bekommen, dass ich ihn freischalten kann. Habe ich genug Splitter gesammelt, damit ich ihn freischalten kann. Ist, weil, man muss dazu sagen, ich persönlich gesehen bevorzuge zwar, das ist jetzt meine persönliche Meinung, bevorzuge zwar Schiffe mit Piloten, aber trotzdem finde ich solche Schiffe auch nicht verkehrt. Da weißt du genau, was du bekommst, und du weißt auch, wie du ihn bekämpfen kannst oder wie du verlierst. Und deswegen, ja, kann man lassen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch gleich aufbauen. Ja, da habe ich auch genug. Von denen habe ich auch genug. Das heißt, ich kann das Schiff gleich aufs Maximum bringen. Mehr als genug Material. Ja, ist gut, das kann ich.
Genau. So. Perfekt. So, jetzt ist das Schiff schon mal von vornherein auf 30.000 Stärke. 30.000. Und jetzt muss ich nur noch genug Kristalle, was ich mit Kristallen sage, was ich mit, genug mit Splittern sammeln, damit ich ihn dann auf 7 Sterne. Das wird das einzige Problem sein, dass das ein bisschen noch dauert, bis ich ihn soweit habe. Aber nichtsdestotrotz bin ich dabei, und wenn ich mal ein paar Schiffsenergie übrig habe, werde ich das auch regelmäßig nutzen. So, also, aber wie weit bin ich mit meinem C3PO? Also, leider bin ich noch nicht mit meinem Darsrivan weit genug gekommen, weil ich habe mich in den letzten Tagen die Doppeldrops ausgenutzt, und Doppeldrops waren ja eher jetzt hauptsächlich, wollte ich die Splitter ausnutzen, und deswegen habe ich mich da etwas zurückgehalten. Nichtsdestotrotz seht ihr es, ich bin verdammt weit. Ich bin wirklich verdammt weit. Und zwar fangen wir mit, also Logray habe ich natürlich schon gehabt auf 7 Sterne. Pablo fehlen mir jetzt noch 26 Splitter, und ich habe ihn jetzt auch schon fertig gemoddet auf die Gierstufe gebracht, wie ich ihn setzen möchte. Also das ist die Gierstufe, wie er ist. 10, das sollte für ihn langen. Wenn ich natürlich jetzt hier noch die 5, die bekomme, und dann auch diese Teile, dann werde ich ihn natürlich auch noch auf Stufe 11 bringen. Wäre aber für das Event nicht notwendig. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier noch ein paar... Das sind jetzt nur 2, das macht jetzt überhaupt nichts. Ich tue jetzt aber auch keine, die Kristalle... Kristalle nutzen, um mir 100 Energie zu kaufen. Es wird mit Sicherheit noch 1-2 Tage dauern, bis ich ihn soweit habe. Oh, und dann werde ich natürlich dann die nächste Folge Let's Play machen. Aber das wird doch vermutlich mal in einer Woche ungefähr. Spätestens eine Woche wird es soweit sein. Weil ich muss natürlich jetzt auch Mods wieder sammeln. Hier Crit Schaden, Crit Treffer Chance, das muss ich machen. Aber ich habe ihn auf dem 7. Stern. Er ist auf dem 7. Stern. Schauen wir uns mal das Ganze an. Ja, da habe ich mehr als genug Teile. Deswegen kann ich mir das geben. Nur das Teil weiß ich, ich glaube eher nicht, dass ich dieses hier nutze. Weil ich brauche dieses Teil nämlich für andere, was wichtiger wäre. Obwohl, man muss dazu sagen, es wäre schon wichtig, dass er auf Stufe 12 ist. Wicket ist der bessere Spieler. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du Wicket hast, kannst du vielleicht alle auf 10, 9 oder 10 lassen. Das Problem ist, Wicket habe ich nicht. Und deswegen, als Ergänzung kommt der E-Box Scout, aber der muss so richtig stark sein. Der muss so richtig schön, weil der ist der Haupt-Damage-Dealer, und den brauchst du auf richtig schön viel Ballermann, der muss richtig schön auf die Kacke hauen, dass es raucht. So, Chief Chirper habe ich inzwischen, das ist natürlich auch eine ganz, ganz geile Geschichte, ist er schon Test? Ich dachte schon, es wäre irgendwas. Ja, ich muss mal mit diesem Kabel da unten überlegen, weil da ist mein Mauskabel. Und da muss ich mir was überlegen. Ja, hier zum Beispiel brauche ich ja auch eine von diesen Stunguns. Unbedingt. Und Stufe 9 bei ihm ist zum eigentlich fast schon zu schwach. Es könnte klappen, aber es ist recht knapp. Genau. Und er braucht natürlich auch das Seta, ganz klar. Deswegen kriegt er das jetzt auch. Sehr gut. Ja, mein Problem ist, dass ich nicht genug Omegas habe. Ich kann ihm jetzt nur 2 geben. Das dritte
brauche ja theoretisch gesehen nicht. Aber die restlichen Sachen, die verpasse ich ihm auch gleich. Da kriegt Frau 50. Da nochmal 50. Das kriegt er. Das ist auch in Ordnung. Und das hier ist auch in Ordnung, dass er das kriegt. Wie gesagt, soweit ist er dann fertig. Jetzt brauche ich nur noch eine Stun Gun und dann ist er auch soweit. Ja, und das sind meine ganzen Evok. Jetzt nochmal im Überblick. So schauen sie aktuell aus. Und ihr seht, Wicket habe ich gerade mal auf 26 Splitter. Was ist das? Das ist gar nichts. Okay, Tibo habe ich natürlich jetzt auch schon. Den kann ich jetzt natürlich auch auf dem 7. Stern, aber den werde ich nicht nutzen. Nur damit er einen 7. Stern hat, aber ich werde ihn nicht nutzen. Muss man ganz ehrlich sein. So. Also, ich brauche natürlich auch noch Omegas, ganz klar. Und zwar, hier habe ich alle Omegas, aber ich muss hier noch Effektivität ihm geben. Der braucht es richtig, der muss richtig effektiv sein. Deswegen muss ich auch noch Mods hier auch noch sammeln. Dann, Pablo habe ich. Pablo braucht auch noch Omegas und zwar auf das hier. Weil die Tracks der Ablinkzeit, die ist wichtig für ihn. Und das Galvanisieren genauso, weil hier auch die Ablinkzeit und die Zugleistenerhöhung mit dabei ist. Der wachsame Angriff ist auch nicht verkehrt. Der braucht im Endeffekt alle drei, damit das Ganze auch funktioniert. Also, und deswegen braucht er alle. Das Zeta braucht er nicht. Definitiv braucht er kein Zeta. Aber er braucht alle drei Omegas. Also brauche ich jetzt aktuell, damit das Ganze noch funktioniert, 20 Omegas. Also, damit das Team funktioniert, ohne dass ich jetzt alle auf eine erhöhte Gearstufe bringe, brauche ich 20 Omegas noch. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche sollte ich die bekommen. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob das klappt. Wen bringe ich dann noch hoch? Also, ihn hier möchte ich auf jeden Fall noch die nächste Stufe verpassen, dass er Stufe 10 wird. Wenn ich es schaffe, das hier, die hier noch aufzufüllen, mache ich ihn auch noch für Stufe 11. Damit er, weil er ist der Haupttank und der muss so richtig was aushalten. Und das braucht er dann auch. Wie gesagt, ihn auf jeden Fall. So. Chief Chirper versuche ich hier auch noch was zu bekommen, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt nicht garantieren, dass das klappen wird. Der Ewok-Älteste ist schon fertig. Nur überlege ich mir, ob ich vielleicht da noch die Mods ein bisschen ergänze. Noch mehrer Schutz und Tempo. Muss ich mal schauen, ob ich da noch was verbessern kann. Ja. Muss ich mal schauen. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen hochslicen. Mal sehen, ob jetzt hier was rüberkommt. Schutz ist gut. Tempo auch. Genau. Nö, das kann man lassen. Kritischer Schaden ist jetzt bei ihm nicht notwendig. Die Mod wäre dann eher... Die Mod wäre besser. Die Mod wäre tatsächlich besser. Genau. Weil kritischer Schaden braucht er nicht. Brauche ich definitiv nicht. Was haben wir hier? Da haben wir Schutz. Haben wir noch eine bessere? Tun wir die mal slicen. Ja, Schutz ist auch noch nach oben gegangen. Sehr gut. Was haben wir jetzt da? Haben wir da noch irgendwas? Ne, da haben wir sowieso nichts. Dann tun wir die jetzt. Da wird gar nicht mehr genug Material. Ja. Nichtsdestotrotz kann man ihn jetzt so lassen. Wie gesagt, da will ich auf jeden Fall schauen, dass ich noch Slicing-Material auch noch bekomme. Aber von diesen Teilen hier werde ich ihm nichts geben, weil ich brauche sie für andere Charaktere von mir. Oh, ich rede mal wieder viel zu viel. So, warte noch, überlegen. Nee. Ja, das könnte ich eher ihm hier verpassen. Habe ich da? Da fehlen mir... Ja, da fehlen mir einfach die Teile.
Also, das sind die Evox, wie sie ausschaut. Und jetzt wird es dann auch bald soweit sein, dass ich mir Gedanken darüber machen kann, wessen ist dann mein nächstes Ziel. Also, ich habe jetzt nach C3PO, muss ich mir erst noch Gedanken machen, wo geht dann die nächste Reise hin? Was mit dein nächstes Ziel hier im Let's Play? Soll ich mich auf meine Charaktere konzentrieren, dass ich da erstmal die nächsten 2 Monate da hier alle nach oben bringe, dass ich sie so maximiere? Oder soll ich mich dann gleich auf einen der nächsten Charaktere hier stürzen? Dass ich zum Beispiel sage, ja, Darth Malak zum Beispiel, hier ist ganz wichtig noch, dass ich General Skywalker mir hole. Oder C3PO. Und natürlich diese beiden, dass ich das hier maximiere. Das sind alles die Überlegungen, die jetzt dann bei mir demnächst anfallen werden. Also, Malak, Chewbacca und General Skywalker. Aber da fängt es natürlich auch an, dass ich viele auf Relikte bringen muss. Also, es wird spannend die nächsten Wochen, wie es, also dieses Jahr ist ja schon fast rum. Oh, jetzt habe ich noch ein bisschen Energie übrig. So. Moment. Dann können wir hier ein bisschen was slicen. Nicht slicen, sondern farmen. Ich habe noch ein bisschen Energie übrig. Halt, stopp. Stopp. Ich muss ja hart was machen. Machen wir doch Mutterteil ziehen, komm. Genau. Mache ich deswegen, Mutter Talzin will ich auf 7 Sterne machen, damit, wenn ihr Event kommt, weil es gibt ja auch ein Event, wo man sie auf 7 Sterne braucht, das möchte ich unbedingt machen, weil dann kriege ich nämlich jedes Mal, wenn ich dieses Event schaffe, 2 zusätzliche Setas. Deswegen will ich sie so schnell wie möglich auf 7 Sterne, damit es beim nächsten Event dann klappt, damit ich endlich da auch Setas sammeln kann. So. Hier tun wir mal ein bisschen. Ja. Die 2 kommen noch on top oben drauf. Perfekt. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Energie. Mal sehen. 1. Ja. Mal sehen, ob ich da bald was machen kann. Aber ihr seht selber, da ist noch viel zu tun. Hier brauche ich noch 25. Hier brauche ich die kompletten 50. Und hier brauche ich auch noch 25 mit normaler Energie. Da habe ich mehr als genug. Und bei dem hier, da habe ich die hier und das hier. Aber dann fehlen hier 30 und hier fehlen 12. Aber das sind die gleichen wie da. Also brauche ich da nicht nur 12, sondern 62. So ist es nun mal. Und da brauche ich dann auch nochmal. Also brauche ich, das sind ja beides sowieso die gleichen Teile. Also, ihr seht selber, dann brauche ich nämlich auch nochmal hier. Es dauert noch eine ganze Weile, bis ich das Reban auf Ausrüstungsstufe 13 habe. Leider, leider. So. Kommen wir jetzt mal schnell zur Territorialschlacht. Also. Das ist das, was wir mit unserer Gilde erreicht haben. Wir haben jetzt aktuell 69 Millionen GM. Aber. Rechnet da Minimum 3 oder 4 Millionen weg. Also. Bevor wir. Oh. Da habe ich jetzt halt einiges erreicht. Ja, bevor wir weitermachen, kommt jetzt wieder mal ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar, ich suche mit meiner Gilde zusammen neue, und zwar aktive Spieler. Wir brauchen aktive Spieler, nicht einfach solche Spieler. Moment, ich zeig. Ja, da habe ich jetzt vorhin jemanden rausgeschmissen, der 2,7 Millionen gemacht hat, aber der hat sich
Ich mache sowas nicht gern, aber ich will euch nur was zeigen. Die letzte Aktivität. So. Und zwar, so, ich gehe jetzt hauptsächlich von ihm hier aus. Flocky. Ich finde es cool, dass man sich bei mir meldet. Finde ich eine geile Geschichte. Gefällt mir sowas, dass man sich anmeldet mit so einem Roster. 3,154 Millionen. Wunderschön. Alles schön ausgebaut. Auf einem Spitzenweg. Finde ich absolut genial. Finde ich super genial. Und kann auch uns als Gilde helfen. Finde ich geil. Super genial. Und nicht aktiv. Also, ich brauche Leute. Ich brauche verdammt gut. Ich brauche in der Gilde The New High Republic aktive Spieler. Wir wollen nach vorne kommen. Unbedingt. Aber bitte, bitte meldet euch nur an, wenn ihr auch wirklich aktiv seid. Ich werde diesen Flocky leider demnächst wieder rausfeuern müssen. Am Anfang freut man sich. Man schreibt ihn an. Und sagt ihm, ja, so und so schaut es bei uns aus. Und dann ist er seitdem, dass er sich bei uns gemeldet hat, also seitdem er auf den Button, dass er angemeldet ist, seitdem ist er nicht einmal aktiv. Und sowas können wir nicht gebrauchen. Leute, versteht's mich bitte nicht falsch. Ich bin froh über jeden einzelnen Spieler. Aber meldet euch doch nur an, wenn ihr aktiv seid. Bitte. Das kann nicht, das wird auf Dauer nicht so weitergehen, denn das Problem ist, hier kommen die offenen Einladungen rein. Wenn ihr nicht aktiv seid, werden diese Einladungen gelöscht. Ich nehme natürlich dann, ich schreibe natürlich die Kandidaten an, sage ihnen die Regel, sage ihnen die Bedingungen und tue sie dann einladen. Also tue die Einladung annehmen, damit diese Einladung nach einem gewissen Zeitpunkt nicht verpufft. Weil jede Einladung geht irgendwann mal flöten. Ist klar, ist ganz normal, läuft ab. Und dann ist er da und er ist inaktiv. Er antwortet nicht und sorry, aber das geht nicht. Sowas brauchen wir nicht. Und ich sage euch, unsere Regeln, die wir haben, sind nicht allzu groß. Wir brauchen 400 Tickets am Tag. Das ist nicht schlimm. Das kann man sogar ohne, dass man Kristalle kauft, ohne Probleme erreichen. Dann natürlich die Pflichtteilnahme am HSR, TB und TW, weil das ein Gilden-Event ist. Ich habe ein Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich das Profil sbgoh.gg. Link dazu müsste auch, glaube ich, in der Videobeschreibung sein, dass die anmeldet. Das sind die einzigen Bedingungen, die man da im Endeffekt hat. Das ist nicht viel und aber auch vollkommen normal, Leute. Vollkommen normal, wie in jeder Gilde, wo die Leute aktiv sind. Da gibt es sogar, ich kenne auch genug Gilden, wo sie noch strenger sind, aber ich kenne natürlich auch welche, wo sie ganz easy sind, wo es vollkommen egal ist, wie viele Tickets ihr macht. Aber dennoch, wir brauchen euch unbedingt. Also, kommt in die Gilde, aber nur, wenn ihr aktiv seid. Und solche Leute, wie ich da gesehen habe, bitte nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt einfach nur in die Gilde rein, damit ihr in der Gilde drin seid und beteiligt euch nicht, und ihr meldet euch nicht auf Discord an. Das ist das Nächste. Leute, die nicht auf Discord sind, werde ich dann auch systematisch leider aus der Gilde wieder entfernen müssen. Ich will das nicht. Ganz und gar nicht. Aber ich muss es machen, weil es langfristig der Gilde schadet. Ich hoffe, dass diejenigen, die eventuell Videos sehen und in der Gilde sind und sich noch nicht angemeldet haben, dies hören und dieses Video schauen. Also bitte, 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 kommt auch mit, weil wir wollen nach vorne kommen mit unserer Gilde. Und das klappt nur. Machen wir schnell den ersten Kampf. So. Und. Nein.
Machen wir schnell den ersten Kampf, weil dann kann ich nämlich weiterreden. Das, den machen wir mit den Geonosianern. So, da spielt es auch keine Rolle. Das machen die komplett so. Da schaue ich nicht nach. Da brauche ich keine Reihenfolge. Das schaffen die auch wunderbar selber. So. Also. Ich mache das jetzt auch mit... Was ist denn hier los? Okay. Tala gezählt, dass er tot ist. Okay, ich habe schon gemeint, dass es da Probleme mit sich bringt. Na, ist egal. So, also. Wo war ich? Genau. Also. Warum? Ich sag's nochmal. Warum Discord? Der Chat hier im Game ist super miserabel. Man kann seine Anweisung nicht schreiben. Man hat einen Chat und man muss jeden Spieler einzeln anschreiben, damit man da was, damit man mit denen dann separat reden kann. Auf Discord schreibe ich da eine Sache, eine Anweisung rein und jeder weiß es. Natürlich kann auch da nicht immer was übersehen werden. Natürlich passiert das, dass man auch Anweisungen missachtet. Aber es gibt noch keine Strafen. Ich habe auch nicht vor, irgendwelche zu machen. Ich habe zwar eine Idee, wie wir diese ganzen Probleme da auf einen Schlag lösen können, aber noch will ich sie nicht umsetzen. Ich muss dazu noch verschiedene Sachen abklären, ob das möglich ist. Ich weiß, dass es möglich ist. Weil ich das schon mal mit verschiedenen Leuten angesprochen habe. Angesprochen bei den Leuten, mit denen das dann klappen wird. Aber, ganz großes Aber. Ich wollte das ohne das Ganze machen. Es wäre auch schöner, wenn man das Ganze ohne das macht. So. Aber, wenn es nicht anders geht, dann mache ich das auch. Ich werde das dieses Jahr noch nichts dazu sagen, sondern erst nächstes Jahr. Es kann sein, dass ich es zu Weihnachten mache. Man hat ja gesagt, vielleicht als Weihnachtspräsent. Ich weiß es noch nicht. Oh, nimm mal den da, der ist besser. Dann tun wir die Hound's Tooth. So, lassen wir das so laufen. Und dann. Also, aber ich habe noch was dazu zu sagen. Wie gesagt, die Leute, die dann nicht auf Discord sind, werden dann gehen müssen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich mich dazu entschieden habe, diese Pläne durchzuführen, dann werden die Leute, die nicht auf Discord sind, gefeuert. Und das will ich aber nicht. Also kommt auf Discord. Link Videobeschreibung. Ganz wichtig. Bitte. Ich kann es nur noch mal sagen. So, liebe Leute. Ich wollte das jetzt noch schnell durchspielen, damit ihr wisst, in welchem Zustand wir sind oder was wir noch machen und wie viele Sterne wir inzwischen erreichen. Und wenn ihr zu uns in die Gilde kommt, ihr seht es ja selber, wir haben jetzt gerade aktuell 26 Sterne. Hier können wir haben erst 12, das heißt die restlichen, da haben wir jetzt definitiv noch nicht alle, wir können hier sogar noch 27 erreichen. Hier mit Sicherheit noch den zweiten Stern, also haben wir 28, wir werden mit Sicherheit die 17 Millionen noch erreichen haben. Es gibt doch mehr als genug Spieler, die noch nichts gemacht haben. Und hier, da sind wir hier vorne, werden wir erstmal nur kämpfen. Wir werden eher nicht... Moment, ich muss das ein bisschen richtig stellen. Genau, passt. Wir werden eher nicht hier die 7 Millionen erreichen. Also die 96 Millionen werden wir eher nicht erreichen.
Ich habe zwar jetzt den falschen Tank, ich hätte wahrscheinlich einen anderen nehmen sollen, aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem klappen wird. Ja. Nö, ich dachte, da ist jemand gekommen. So, jetzt. So. Also. Und was natürlich für unsere Gilde dann auch noch spricht, wir sind mit dieser wenigen GM, dank natürlich einer galaktischen Legende, ganz klar, ohne die wird es wahrscheinlich eher nicht funktionieren, aber trotzdem, ohne die galaktische Legende schaffen wir trotzdem mit 70 Millionen GM drei Phasen schaffen wir inzwischen beim HSR. Und das ist bei 70 Millionen GM schon eine extrem gute Leistung. Muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also, ich kann mich gut an die Zeiten erinnern, wo du 70 Millionen gemacht hast und du hast noch nicht mal die zweite Phase. Du hast nicht mal die erste Phase geschafft. Und wir schaffen die dritte Phase mit 70 Millionen GM. Also, es ist auf jeden Fall, sind wir eine aufstrebende Gilde und wir wollen was erreichen, wir wollen was reißen. So, ich habe jetzt meine Ziele erreicht hier. Hier kann ich leider nichts machen und deswegen werde ich jetzt natürlich hier an dieser Stelle auch gleich alles stationieren. Dann fehlen jetzt nur noch, genau, und parallel dazu, weil ich mit meinem anderen Account mache ich das, habe ich nämlich auch gerade gekämpft, aber ich werde jetzt da auch nicht mehr kämpfen. Jetzt habe ich alles erledigt. Zack. So. Genau. So, jetzt müsste ich. Moment. Muss ich raus? Gehe kurz raus. Und wieder rein. Nö. Ja, genau. Genau. Passt. Jetzt sind wir bei 38. Jetzt fehlen nur noch 13 Millionen. Ich habe zwei von meinen Accounts. Einer fehlt jetzt nur. Ich habe drei von meinen Accounts, die ich in der Gilde habe, bereits alles machen lassen. Einer fehlt noch, aber da kommt vielleicht nur noch 1 Million dazu. Also, hier werden wir es auf jeden Fall noch den dritten Stern, den zweiten Stern und hier, wenn wir Glück haben, vielleicht noch den dritten Stern, den ersten Stern. Ich wage es zu bezweifeln, aber es fehlt, wie gesagt, so viel fehlt da jetzt eher nicht mehr. Also wir sind nicht mehr so weit entfernt. Wir können zwar noch ein bisschen mehr, wenn alle aktiv wären. Alle, die mit 69 Millionen, könnt ihr nicht sehen, mit 69 Millionen alle aktiv wären. So, von den Werten hier schaut es so aus. Also ich bin zufrieden. Jeder von meinen gibt sein Bestes. Diese drei hier sind natürlich mit Abstand die stärksten und zum Beispiel dieser Flocky könnte sich hier mit einreihen. Mit seinen, unter die ersten, unter die Top 5, Top 6 würde er mit Sicherheit genauso auch kommen. So, letztes für heute. Ja. Ah ja, und was jetzt dann auch bald wiederkommt, ein neues Video dann, das mache ich auch noch dazu, aber da werde ich auch eine Kit-Analyse noch mit dazu machen, das werde ich wahrscheinlich mit dem Event zusammen machen. So, was ich machen will, ist dieses Event hier. So. Chopper. Oder machen wir es so. Genau. Ne, wir machen Chopper mit rein. Also, jetzt probieren wir es mal. Also, die ersten zwei Runden liefen mit diesem Team wirklich super genial. Weil allein die Konter machen schon eine ganze Menge aus. So. Zack.
Und der da hinten. So, wir machen das hier. Perfekt. So, aber das war ja nur die erste Phase. Die schwierige Phase kommt noch. Sehr gut. Wunderbar. Und du auch, komm, hauen weg. Ja, sehr schön. So, wieder das Gleiche. Die greifen mit ihren... AOEs an. Genau. Oh, die greifen mal nicht mit ihren AOEs an. Schade. Perfekt, so will ich das haben. Der Einzige, der mir jetzt nicht gefällt, ist mein Commander Luke. So, betäuben. Hat geklappt. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen heilen. So, dem ersten können wir es wegnehmen. Jetzt machen wir uns unsichtbar. So. Komm, komm, jawohl. Stärken. Jetzt wird's übel. So, jetzt müssen wir heilen. Darf er nur nicht mehr zum Zug kommen. Jawohl. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich meinen Ezra wieder nach oben bringe. Jetzt muss ich schnell tanken. Jawohl. Okay. So. Jetzt tun wir den da hinten schnell erledigen. Jawohl. So. Hauptziel sind natürlich diese verdammten Scout-Trubler, die ganz böse zuhauen können. Okay. Konzentrieren. Damit hat lauter AOEs. Schatz. Eieiei. Ich muss tanken. Unbedingt. Ich brauche meinen Ezra noch. Wie war das? Ich brauche meinen Ezra noch. Ich hätte ihn gebraucht. Ich hätte ihn wirklich noch gebraucht. So, jetzt müssen wir uns heilen. Sehr schön, er heilt sich. Okay. Ob ich mit den Vieren das schaffe, wage ich zu bezweifeln. Okay, als erstes betäuben. Jawohl. Tanken. Mm-hmm.
So. Sehr gut, betäubt ihn. So, jetzt tun wir uns zack hochheilen. So, jetzt machen wir uns wieder unsichtbar. Das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, mal sehen. Jawohl, sehr gut. Tanken. Weiter unsichtbar bleiben. Jawohl. So. Nein. Betäubt. Wunderbar. So gefällt mir das. Stärken uns gleich. So, jetzt bleiben wir unsichtbar. Dann ist sie nämlich nicht angreifbar. Betäuben. Nein. Jawohl. Gleich nochmal tanken, aber der Drops ist jetzt gelutscht. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich zwar nicht mit 3 Sternen, es wäre mit Ezra wesentlich leichter gewesen, aber nichtsdestotrotz mit so einem schwachen Team. Und jetzt habe ich wieder, kriege ich richtig geile Belohnungen. 1 Million GM, die brauche ich zwar jetzt nicht, aber die restlichen Sachen sind richtig cool. Okay, den könnte ich befördern. Dann lassen wir hier. Da fehlen mir noch 20 zum Freischalten. Wirs, da fehlen ja auch noch ein bisschen was. Den habe ich gemaxt. Den habe ich auch gemaxt. Den habe ich inzwischen auch gemaxt. Den auch. Und den auch. Also die obersten hätte ich nicht gebraucht, aber die unteren ist ganz nett, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz, darum geht es nicht. Die nächste Stufe, die ich versuche zu erreichen, das wird aber erst gehen, wenn mein Commander-Look deutlich besser ist. Ja, dass das noch nicht der Fall ist, war offensichtlich. Aber nicht, es hat gut funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. Genau. So. Mods. Wir nehmen als erstes kritischer Schaden. Und dazu Effektivität. Das könnte interessant werden. Das muss ich dann schauen, wie das ausschaut. Wie gut es funktioniert. 146, das schaut. So, jetzt müssen wir schnell meine letzten Eingriffe noch machen und dann wieder. Oh, wir sind schon bei 40 Minuten wieder. Also am Ende wird es wahrscheinlich wieder ein 40-Minuten-Video werden. Aber bei dem, was momentan alles bei mir zu tun ist, ist es auch kein Wunder. Also, hier bin ich schon sehr, sehr weit auch mit dem Shop. Jetzt, wo man sowieso immer 10 Splitter bekommt, ist es natürlich umso genialer. So, das hier brauchen wir, damit ich wieder auf den über 50 bin. Dann schauen wir mal nach, ob wir irgendwas haben. Nein, haben wir nicht. Hätte ich so Pablo genommen, wäre es natürlich genial. Jetzt nehme ich aber diese 520. Hier haben wir nur noch einen einzigen Kandidaten, nämlich Iskos. Ansonsten habe ich hier, bin ich mit diesem Shop fast schon fertig. Es fehlt nicht mehr viel. Und dann kann ich hauptsächlich diese Teile hier farmen. So, hier kriege ich momentan nur diese Tokens zustande, weil ich brauche auch nur noch den Taskenreiber. Ansonsten habe ich diesen Shop auch schon fast erledigt. Ich habe Datschka, ich habe ein Geweihte, ich habe hier Body Rock, K2SO und solange ich nicht da um was bekomme,
Hier habe ich inzwischen 20.000 gesammelt. Da werde ich noch weiter sammeln für Malek. Da lassen wir das weg. Und hier kriege ich natürlich jetzt einiges dazu. 1.000 dazu. Aber nur welche Sachen ich auch wirklich effektiv brauche. Das sind das hier. Und die beiden nicht. Und die Sachen nehme ich sowieso nicht, weil die einfach zu teuer sind. 720, das ist einfach zu teuer. Oder, ja, das kannst du vergessen. Zwei weitere Setas kriege ich jetzt. Dann bin ich fast wieder so weit, dass ich zwei Setas habe. Also ich gehe davon aus, ich habe jetzt hier 34, ich gehe ganz stark davon aus, und da wieder Schiffsomegas und die violetten Teile. Wenn ich C3PO freischalten kann, werde ich sehr, sehr weit, werde ich wahrscheinlich beide Setas nicht verteilen können, weil mir die Omegas fehlen. Das wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. So, worauf es jetzt auch hinausläuft, ist, dass ich jetzt hier endgültig Feierabend mache. Denn ich habe heute wieder viel erreicht. Also, Fazit nochmal zu dieser Folge. Wenn ihr eine Gilde sucht, die auch aufstrebend ist, ihr seid aktiv, ihr seid bereit auf Discord zu kommen, macht euren swgoh.gg-Profil und dann seid ihr hier willkommen. Meldet euch an und ich werde euch anschreiben, direkt hier unten über die Nachrichten-Button. Hier. Da schaltet ihr hier auch. Geht darauf ein und dann wird es, könnt, dann werdet ihr werdet auf jeden Fall aufgenommen, ganz klar. Aber wenn ihr nicht darauf eingeht, werde ich euch langfristig gesehen leider feuern müssen. So leid es mir tut. Ich will es nicht, ich muss es aber machen. Für die Gilde. So. Also, jetzt bin ich. Dann habe ich heute auch meine weitere Angeschlacht geschafft. Also, eine weitere Runde mit einem relativ schwachen Commander Luke Team. Und natürlich mit meinem Gilden-Event, da lief es natürlich auch wieder hervorragend. Also es ist alles auf dem richtigen Weg. So Leute, ich bin jetzt raus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo, Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, servus. Möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im nächsten Video.